Der zweite Trailer zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness erschien kurz vor dem Super Bowl 2022. Und heiliger Sorcerer Supreme, er war total episch. Der neueste Trailer zeigt, wie Doctor Strange von den Ereignissen seiner Vergangenheit heimgesucht wird. Einschließlich seines Kampfes mit Caecilius, am Ende von Doctor Strange von 2016. Und dem die Realität verzerrenden Spider-Man No Way Home. Als eine neue Bedrohung auftaucht, eine, in die ein anderer Doctor Strange verwickelt sein könnte, den wir bereits kennen, liegt es an Strange und seinen Verbündeten, einen Weg zu finden, seine eigene Welt wieder zusammenzusetzen. In Multiverse of Madness wird Benedict Cumberbatch nicht nur seine Rolle als mächtiger Weltraumzauberer wieder aufnehmen, sondern es kehren auch die Verbündeten Wong und Mordo sowie Christine Palmer zurück. Auch Elizabeth Olsen wird sich als Wanda Maximoff mit Doctor Strange verbünden und die nächste Phase der Kräfte von Scarlet Witch einleiten, indem sie ihrem Kollegen hilft und ihn in die Geheimnisse des Multiversums einweiht. Inmitten all des Wahnsinns gibt es eine Handvoll kleiner, aber äußerst interessanter Details, die andeuten, wie komplex und weitreichend das nächste Abenteuer von Doctor Strange im MCU sein wird. Ungefähr bei der 40-Sekunden-Marke im Trailer sieht man eine düstere, ausgeblendete Einstellung von Gebäuden in New York City, die sich in nichts auflösen, was andeutet, dass Doctor Strange irgendwie einen Riss verursacht hat, der die Realität auflösen wird. Es ist nicht das erste Mal, dass Doctor Stranges schlechtes Verhalten zu dieser Art von Störung führt, die die Zivilisation auslöscht. Wenn ihr die vierte Folge der Zeichentrickserie What If gesehen habt, kennt ihr diesen Effekt vielleicht. In dieser Folge Was wäre wenn Doctor Strange sein Herz statt seinen Händen verloren hätte, ist Doctor Stranges Freundin Christine mit ihm im Auto, als er den Unfall hat, der im Originalfilm seine Hände beschädigte. Doctor Strange wird ein Meister der mystischen Künste und benutzt das Auge von Agamotto, um die Zeit zu manipulieren. Damit versucht er sie zu retten, nur um in einer Reihe herzzerreißender Szenen festzustellen, dass es einfach nicht möglich ist. Während er verzweifelt versucht, einen Weg zu finden, sie zu retten, wird er in zwei Versionen gespalten, eine böse und eine gute. Sie kämpfen und schaffen ein Paradoxon, das die Realitäten zu zerreißen beginnt. Der Auflösungseffekt in What If sieht dunkler und verschwommener aus als das, was in Doctor Strange in the Multiverse of Madness passiert. Allerdings fühlt sich die Auflösung der Realität ähnlich an und der Rückbezug scheint auf dieselbe Art von Missetat von Doctor Strange zurückzuführen zu sein. Wir müssen nur noch herausfinden, was das ist. Eine der brisantesten Sequenzen im neuen Multiverse of Madness Trailer zeigt, wie der titelgebende Zauberer in Handschellen einen Korridor entlang in einen riesigen Raum geführt wird, in dem mehrere prominente Persönlichkeiten sitzen, deren Gesichter bisher nicht enthüllt wurden. Auch wenn der Trailer wenig bestätigt, wird seit langem gemunkelt, dass der Film eine Multiversum-Version der Illuminati einführen wird, einer zwielichtigen Gruppe, die in den Comics aus so wichtigen Helden wie Dr. Strange, Reed Richards, Tony Stark, Namor und Charles Xavier besteht, wann immer sie zwielichtige Ereignisse planen wollen. Wenn der Trailer ein Hinweis darauf ist und wenn sich die Gerüchte über die Illuminati bewahrheiten, dann ist die Armee von Ultron-Robotern, die Strange anführt, anscheinend ihre persönliche Wache und Soldaten. Und aus wem werden sich die MCU-Illuminati zusammensetzen? Es gibt seit langem Gerüchte über Versionen von Figuren aus früheren Marvel-Projekten in alternativen Universen. Und das wäre der Ort, an dem sie am ehesten auftauchen würden. Zu den Illuminati könnten zum Beispiel eine Version von Tony Stark, was allerdings unwahrscheinlich ist, oder Reed Richards, vielleicht John Krasinski, gehören. Ebenso wie Mordo, gespielt von Chiwetel Ejiofor. Die vielleicht verblüffendste Neuerung ist jedoch Charles Xavier. Umso interessanter ist es, dass in dieser Szene des Trailers die Stimme von Patrick Stewart zu hören ist, dem Schauspieler, der den Anführer der X-Men bereits in den Fox-Filmen zum Leben erweckt hat. Werden die mysteriösen Illuminati im Film auftauchen oder führen uns diese Ultron-Wächter nur in die falsche Richtung? Bis dahin warten die Fans gespannt auf weitere Informationen. Wie es scheint, wird Doctor Strange in the Multiverse of Madness weitere Figuren aus Marvels riesiger Bibliothek in das MCU bringen. Der neueste Trailer zeigt einen Cameo-Auftritt von Rinta, einer außerirdischen Kreatur, die von den Minotauren der griechischen Mythologie inspiriert wurde. Rintra stammt vom außerdimensionalen Planeten Raval und ist ein intelligentes Wesen, das über außergewöhnliche Kräfte und Zauberkräfte wie Magie und Gestaltwandlung verfügt. Allerdings ist der ursprüngliche Rintra grün. Daher ist es klar, dass Sam Raimi und Co. sich einige kreative Freiheiten bei seinem Aussehen genommen haben. In den Comics war Rintra in der Vergangenheit ein Verbündeter von Strange. Zu einem bestimmten Zeitpunkt diente er sogar als sein Lehrling, obwohl er schließlich den Sprung zu einem vollwertigen Zauberer schaffte, der seinen eigenen Weg geht. Außerdem ist der Minotaurus für seine Zusammenarbeit mit Enitharmon, dem Weber, bekannt, einem mächtigen und zurückgezogen lebenden Magier, der in einer alternativen Dimension lebt. Wenn Rintra in der heiß erwarteten Fortsetzung mitspielt, ist es gut möglich, dass auch sein alter Mentor einen Auftritt hat. Doctor Strange in the Multiverse of Madness kommt am 6. Mai in die Kinos. Hier geht's zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblings-MCU-Filme und Serien. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video zu verpassen.